Oh yeah. Es heißt, ihr hättet das Kriegsschiff alleine versenkt, interessant. Vielleicht hat Lafayette nicht übertrieben, als er eure Fähigkeiten beschrieb. Wie versprochen gehören meine Schiffe euch. Wie können wir helfen? Fünf von ihnen müssen in den Hafen New Yorks, unter britischer Flagge. Wartet, wartet. Ich dachte, ihr wolltet ein paar Piraten versenken oder Fracht transportieren. Stattdessen bittet ihr uns was? New York zu zerstören? Nein. Natürlich nicht. Ah. Nur ein Teil davon. Nur ein Teil davon. Ich muss ins Fort George eindringen, doch es wird gut beschützt. Euer Beschuss wird die Mauern sprengen und die Wachen zerstreuen. Und ein Schiff unter französischer Flagge käme nicht nahe genug heran. Dann ist der Plan klar? Keineswegs. Aber ein Versprechen ist ein Versprechen. Auch einem Irren gegenüber. Ich entfache ein Signalfeuer, wenn die Zeit für den Angriff gekommen ist. Ihr habt ihn gehört. Stellt ihre Flaggen, damit wir sie hissen können. Beeilung! Oh ja, nicht schlecht, der Plan. Wir haben Zeitung freigeschaltet. Eine Zeitung. Geil. Neues Gemälde im Herrenhaus freigeschaltet. Auch nicht schlecht. So, ich würde mal sagen, es geht direkt weiter wahrscheinlich. Mit der nächsten Mission. Oder wie? So. Ah, wir gehen an Land. Ah, den kennen wir doch. Ja. Lafayette wartet schon in den Tunneln unter der Stadt. Alles klar. Oh, guck, cool. Können wir hier gleich noch Post abgeben? Passt ja. Ah, cool. War auch so ziemlich das Letzte. Ach, da drüben ist auch ein Hafen. What? Wie ich hier gar nichts mitkriege so richtig. Naja, egal. Es geht in Richtung Fort George. Ich bin gerade am überlegen, es scheint hier aufs Ende zuzugehen, ob ich mir nicht einfach mal hier Washingtons Schlachtschwert, oder nee, Lincolns Schlachtschwert will ich haben. Ob ich mir nicht einfach... Ups. So, das dazu, würde ich mal sagen, gehen wir mal weiter. Ah, die Tunnel, die habe ich ja gar nicht. Ups, verdammt, jetzt ist mein Headset hier fast. Ich habe die Tunnel ja gar nicht. Scheiße, das hatte ich völlig vergessen. Ich glaube, ich hatte mich da einmal drüber aufgeregt, dass es hier viel zu wenig Schnellreisemöglichkeiten gibt. Ja, ne? Hätte ich vielleicht anders machen sollen. Na egal, egal. Jetzt erstmal Herstellung. Plan auswählen. Ich will Lincolns Schlachtschwert. Nicht Washingtons, sondern Lincolns. Dazu fehlen mir die Schalen. Okay, Materialien wahrscheinlich. Oder auch nicht. Alkohol. Ach, komm schon. Hier ist es wahrscheinlich auch nicht mit bei. Medizin. Seife. Hm. So ein paar Schalen brauche ich. Aber wo? Medizin, Brot, edle Hühle, Brie. Unter Erfindung? Nee. Verbrauchsmaterial auch nicht. Warte gerade mal. Dann vielleicht Lager. Ich weiß ja nicht mal, die haben da ja nicht mal einen Namen zugeschrieben, oder? Ach so, das ist nur das, was ich hab, ne? Ah. Ja, das ist natürlich ein bisschen blöd. Hm. Ich will noch mal kurz gucken. Was ist denn... Alter... So, was ist denn hier? Ich hab doch diese Barren, ne? Die hab ich ja bei mir. Hab ich denn davon ein oder zwei? Weil wenn ich zwei hätte, könnte ich ja beide theoretisch machen. Sieben, okay. Dann würde ich mal sagen, herstellen, Pläne.
Spezialgegenstände. Französische Taschenpistole. Kriegstomahawk könnte ich auch machen, einfach. Nein. Oh, ich hasse das, dass der da immer wieder zurückspringt. Anstatt, dass der das mal lässt hier, ne? So, Kriegstomahawk. Herstellen. Zack. Los geht's, ne? Nächsten Plan. Königliche Pistole. Ne, ich bin schon ganz zufrieden mit meinen Zweien. So. Herstellen. Gibt es noch irgendwas? Nee. Was ist überhaupt Satteltaschen? Das habe ich noch nicht so ganz kapiert. Seemannsbeil könnte ich mir auch herstellen. Ach komm. Weißt du, wenn ich es kann, dann kann ich es, ne? So. Gucke ich noch einmal durch. Vielleicht gibt es ja noch irgendwas. Lincolns Schwert. Was ist denn das da überhaupt? Farben brauche ich dafür. Ach so, okay. Dann lass mich da nochmal kurz reingucken. Ne, dann muss ich zurück nach Davenport. Allerdings habe ich denn jetzt hier... Welche Waffe habe ich denn jetzt ausgerüstet überhaupt? Ach man, wieso kann ich... Oh. Naja, schauen wir uns... Karten habe ich alle, ne? Jupp, gut, alles klar. Dann würde ich sagen, gehe ich hier nochmal raus und mache eine kurze Aufnahmepause, weil ich übertrieben heftig pissen muss. Bis gleich. So, es geht weiter. Kann ich die nicht... Warum kann ich die nicht killen? Kann ich hier eine Sprengfalle irgendwie platzieren? Alter, diese kleinen Drecksblagen, ne? So, ganz kurz. Jetzt kann ich es ja machen. Schwert. Okay. Oh Gott, das mit den Waffenwechseln ist, naja, eigentlich klar bei den, in der Waffenkammer zu Hause quasi, in Davenport, aber irgendwie finde ich das immer noch verwirrend. Naja, werden wir mal sehen. Oh, eine von 11, ich hätte häufiger hier diese verfluchten Tunnel, das habe ich völlig vergessen. Fackel anzünden. Machen wir das doch mal. Sorgen wir mal für ein bisschen mehr Licht hier. So. Okay, wer redet da? Ein bescheidener Mann, der sich hochgearbeitet hat. Ich denke... So ein Mann wird nicht... Ah, sind da. Connor! Worüber haben die da geflüstert? Dieser Tunnel. Kein Freund von Umarmung. Und der Admiral? Er wartet auf das Signalfeuer. Und dann beginnt er den Angriff. Und wir werden auch da sein. Na dann. Ja, die Tunnel, die habe ich völlig außer Acht gelassen. Das ist natürlich ein bisschen blöd gewesen. Nee, und ich habe mich darüber beschwert, dass man da quasi zu wenige Schnellreisestationen hatte. Und tschüss. Auf dem Weg zum Signalfeuer nicht entdecken lassen. Ah, verdammt, ich hab schon wieder das Schwert. Ja, komm, ist wieder hier so ein Tier, was? Egal, krieg trotzdem aufs Maul.
Und tschüss, Pissnäke. Keine Chance haben die. Dein Leben ist verbürgt. Oh. Das lief ja genial, der Sprung. So. Charles Lee, der hat doch bestimmt noch irgendwie was in der Hinterhand. Ich hab ihn klar vor dem Lauf. Und ich hab dich abgeknallt. So, da unten ist doch so ein Pisser, ne? Ich glaube den... Ach verdammt, da war noch einer. Ja, ich finde die Kanonen so geil, ne? Zack. Haha. Ah, verdammt. Da habe ich die falsche Taste gedrückt mal wieder. So. Und tschüss, Pissnäke. Oh, ja, so ein Pech für dich. Alter Schwede, voll in den Schädel gerammt. Ey. So, das dauert mir jetzt alles gerade ein bisschen zu lange. Deswegen machen wir doch mal einen auf den hier. So, und jetzt okay. Achso, weil ich im Kampf bin, was? Na, so sieht's aus. Ihr seid ja auch Pussys. Uncool. Zack. Alter, voll in den Schädel voll gegen den Schädel getreten. Gut, wir haben nichts geschafft. Kein optionales Missionsziel. Ich glaube, das ist mir auch fast noch nie gelungen. Boom! So Drehs-Puddles, ey. Oh, guck dir die Genies an, die sind tot. Ja, gut, jetzt hab ich... Ach komm, ihr seid schon längst tot. Fangt an zu gammeln. Ah, zu langsam. Ich glaube, die... das ist irgendwie ein kleiner Fehler. Ich bezweifle, dass das so sein soll. Oder die haben jetzt neuerdings Zombies hier mit eingebracht. Was ich ganz cool finden würde, aber ich glaube, es würde nicht ganz so reinpassen. Und warum kann ich keine verkackten Dings hier platzieren? So, nochmal kurz zu Ende nachladen hier, dass ich auch gleich schön ballern kann. Und dann beginnt der Angriff. Auf das Vor hier, direkt unter mir. So, auf. Nein, alter Schwede. Uiuiui, ich bin mal gespannt, wie das jetzt ausgeht. Alter, wir haben voll eine Ladung abbekommen. Sind ein klein wenig benommen. Oh, super. Das sieht nicht gut aus. Scheiße, wahrscheinlich hätte Charles Lee ansonsten gar keine Chance gegen uns gehabt, aber jetzt schon. Na, super.
Ja.